gekauft habe ich mir einen klassischen Bambusa vulgaris striata. Bei eBay wird der angeboten oder teilweise bei Spezialversandten, die aus China importieren. Dieser besteht jetzt nur aus einem Segment, hat aber jetzt schon ganz gut ausgetrieben, im Frühjahr bereits. Und kriege hier einen neuen Trieb und sogar noch einen zweiten kleinen, dünnen natürlich, der in diesem Topf nicht die entsprechende Halmstärke wie der ursprüngliche Halm, der hier gekürzt wurde. Das ist wahrscheinlich in Deutschland mit dem kurzen Sommer nicht zu erreichen. Aber hier hat er starke Seitentriebe, die teilweise sehr lang werden können. Der ist auch bereits eingekürzt worden. Insgesamt wird er recht buschig von den Blättern her, die auch wunderschöne Streifen haben. Selbst die sieht man sogar teilweise hier durch die Hüllblätter am neuen Halm. Ich versuche mal scharf zu stellen. Na, die sind so durchsichtig, dass man sogar die Streifen der Seitentriebe durchsehen kann. Sehr schön sieht das aus. Der ist ungefähr einen Meter hoch, der neue Halm. Wird jetzt aber schon sehr dünn. Ich denke, der hat jetzt die Endhöhe erreicht. Der zweite Trieb direkt daneben, auch in etwa gleich stark, schätze ich mal. Jetzt wächst er leicht schräg, weil die Erde sehr locker ist. Ich habe extra nicht gedrückt. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen korrigieren. Ja, Bambusa wächst ja horstig, deswegen nehme ich mal an, sind die Rhizome nicht breiter als so. Die kommen hier mal ganz außen neu raus, die jungen Halme. Also kann man ungefähr die Größe des insgesamten Rhizoms abschätzen. Hier hat er witzigerweise noch ein paar Wurzeln bekommen. Das sind quasi Luftwurzeln geworden. Und hier kommt alles aus der Mitte raus.